Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und wir wollten uns heute als allererstes mal die Daten ansehen. Erzeuge Ionenenergiebaupläne aus dem Fremden. Ja, aber ich würde gerne auch Ionenwürfel erstellen können. Quallenrochen, Leviathane, Seedrache. Sandhai, war der Seedrache? Ja, den Schädel hatten wir doch gesehen, oder? Awächse, Sandhai, ja, bla bla. Ja, so wirklich viele Daten haben wir jetzt nicht bekommen. Anscheinend. Ja, Daten-Downloads. Hauptsicherungseinrichtung. Ein Energieverteiler im Wärmekraftwerk verteilt die vor Ort aufgenommene Energie an andere Einrichtungen auf dem Planeten. Standort der Hauptsicherungseinrichtung aktualisiert, erbaut in einem natürlichen Abgrund, verbunden mit diesem Höhlensystem Richtung Süd-Südost. Gebiet mit vulkanischer Aktivität, Tiefe 1,4 Kilometer. Energieverteilung: selbst teleportierende Quarantäne, Vollstreckungseinheit 5%, Bogennetzteil 10%, Schutzräume Alpha, Beta, Gamma 10%, Quarantäne, Vollstreckungsplattform 35%. Solchen Forschungseinrichtungen ausgefallen. Hauptsicherungseinrichtung 20, Reserve 20. Der Energiefluss kann nicht ohne weiteres unterbrochen werden. Okay. Daten aus der Konsole, Daten über Fossilien. Daten über die Fossilien aus dem Vulkangestein, das beim Bau des fremden Kraftwerks abgetragen wurde. Eine Reihe von Entwicklungseinrichtungen konnten da ausgewertet werden. Genetische Abweichungen. Die Fremden zeichneten Daten über einheimische organische Überreste auf, die aus einer Zeit von vor 10.000 bis 1.000 Jahren stammen. Die Lebensformen in den Aufzeichnungen zeigen eine ungewöhnlich niedrige Überschneidung mit denen, die bisher auf diesem Planeten angetroffen wurden. Massensterben. 1.000 Jahre alte Bodenproben enthalten eine 300% höhere Konzentration an organischen Überresten als heute. Die Daten untermauern ein Massensterben, das die Mehrheit der Arten ausgerottet und eine schnelle Anpassung von vielen der Überlebenden erzwungen hat. Das war der Virus. Daten über Ionenenergie. Es war möglich, nützliche Informationen über die fremde Ionentechnologie zu entnehmen. Ionenwürfel werden künstlich aus einer mineralischen Substanz gezüchtet und so konstruiert, dass sie in einem stabilen Zustand bleiben, trotz der enormen ionischen Energie, die ihnen enthalten ist. Das Einsetzen eines Ionenwürfels in ein geeignetes Gerät kann diese Energie als elektrische Energie freigesetzen. Was? Freigesetzen? Mit diesem Wissen ist es möglich, Baupläne für neue Batterien und Energiezellen zu erstellen, die dank der fortschrittlichen Ionenenergie wesentlich länger halten. Ja, aber das hilft mir ja nicht, wenn ich keine Ionenwürfel erstellen kann, oder? Na, vielleicht kriegen wir die ja hier. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg etching project terminated. Life specimens terminated. Evacuate immediately. Ionenwürfelfabrikator. Okay. Ja, gut. Da werden die Ionenwürfel also hergestellt. Projektdaten zum Enzym 42. Laut den übersetzten Datenprotokollen wurde eine einheimische Leviathanart entdeckt, die eine einzigartige Substanz produziert, die als Enzym 42 bezeichnet wird und die Symptome der bakteriellen Kara-Infektion bei anderen einheimischen Organismen hemmte. Das Exemplar wurde gefangen und in einem eigens dafür gebauten Lebensraum für weitere Studien aufbewahrt. Die fremden Forscher waren sehr bemüht, die Umweltbedürfnisse der Lebensform zu erfüllen, inklusive dem Einbringen voneinander abhängiger Pflanzen und Tiere durch ein Sprungtor vor Ort. Trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand schnell. Als die Quarantäne verhängt wurde, wurden alle Sprungtore und Kraftfelder versiegelt. Alle Versuche, das Enzym zu einem Impfstoff zu entwickeln, waren
erfolglos geblieben. Konservierter Fötus. Ist das ein Seedrachenfötus? Seeimperatorfötus. Er wurde konserviert in einer Vitrine gefunden und war möglicherweise ein junges des erwachsenen Exemplars, das in dieser Einrichtung festgehalten wird. Physiologie. Die oberflächliche Verwundung des Exemplars zeigt, dass es gewaltsam aus einem Ei entfernt wurde. Unterentwickeltes Gewebe weist darauf hin, dass der Organismus während des Entnahmevorgangs verstarb. Gewebeproben wurden dem Verdauungstrakt entnommen. Analyse. Es scheint, dass die Fremdversuchten aus den Enzymen, die der Verdauungstrakt des Exemplars produzierte, ein Heilmittel für das Bakterium zu herstellen. Ohne ein junges, gesundes Exemplar waren diese Bemühungen vergebens. Und die waren richtig in Eile, dass die ihn aus dem Ei quasi rausge... ...fischt haben. Okay. Okay, das sind Gläser. Ah, es muss ja ein Riesen... Das muss ein Riesenviech sein, wenn das hier aus dem Ei rausgekommen ist. Ach, das ist das Ei. Riesenviech. Zusammensetzung der Schale. Die Schale besteht aus einem... aus dicken Schichten von Kohlenstoffverbindungen, was auf eine ausgedehnte Schwangerschaftsdauer hinweist. Diese Leviathanart könnte nur einmal pro Jahrhundert Nachkommen haben, vielleicht nur einmal in ihrem Leben. Einschnitte in der Schale. Die präzisen Einschnitte weisen darauf hin, dass mit einem lasergestützten Werkzeug die Eierschale aufgeschnitten und der Fötus zwangsweise vor dem vollständigen Heranwachsen entfernt wurde. Analyse. Der Zeitdruck, einen bakteriellen Impfstoff herzustellen, könnte die fremden Forscher dazu gebracht haben, dieses Ei aufzuschneiden und dem Fötus zu Studienzwecken zu entnehmen. Es ist ebenfalls möglich, dass dem Jungtier von seinem Elterntier und natürlichem Lebensraum getrennt einige lebenswichtige Bedingungen zum natürlichen Schlüpfen nicht mehr erfüllt werden konnten. Ich glaube, sie waren einfach nur in Eile. Ja, Mensch. Und Mutti hat mich hergerufen. Mutti muss echt groß sein. Fremder Baustein. Dieses steinartige Material enthält sowohl organische als auch mechanische Teile. Im Aufbau gibt es einige genetische und technische Überschneidungen mit den selbst teleportierenden Konstruktionen, die woanders gefunden wurden. Es scheint in seinem gegenwärtigen Zustand keinen Zweck zu dienen und auf irgendeine Art von Aktivierungssequenz zu warten. Derartiges Material könnte ein fundamentaler Baustein der Technologie der Fremden sein oder sogar der Fremden selbst. Mich stört ein bisschen, dass ich da immer ran muss. Kann ich einen Teleporter bauen? Das wäre geil. Sensorimplantat. Diese Konstruktion gibt ein Signal mit hoher Bandbreite ab, das mit den fremden Übertragungen übereinstimmt, die anderswo abgefangen wurden. Die DNS auf der Außenseite zeigt, dass es einmal in einem auf diesem Planeten heimischen Lebewesen implantiert war. Seine Größe weist darauf hin, dass das Subjekt ein Organismus in Leviathan-Größe war. Über das Überwachen und Senden seiner Position hinaus kann das Implantat auch biologische Daten über das Subjekt aufgezeichnet haben. Diese können jedoch nicht abgerufen werden. Ja, das war wahrscheinlich im Moody drin, ne? Ungewöhnlicher Kasten. Biomaterie Particulator. Dieses Gerät enthält ein höchst instabiles radioaktives Isotop, das wahrscheinlich alle Organismen, die ihm ausgesetzt werden, zerstört, physikalische Strukturen aber intakt lässt. Obwohl es perfekt als Waffe eingesetzt werden könnte, würde es wahrscheinlich eher zur Sterilisation von Bereichen zu späteren Nutzung verwendet. Ohne Anweisung wäre es unklug, es zu verwenden.
Selbst wie der Halo Ring, der hat ja auch alles Biologische sterilisiert sozusagen. Übersetzungsgerät. Dieses Gerät hat linguistische Daten von über 1000 verschiedenen Sprachen gespeichert. Der Kern des Gerätes könnte es ermöglichen, fremde Texte zu lesen und zu übersetzen. Bei der Analyse der gespeicherten Daten wurden auch einige antike Sprachen von der Erde gefunden. Der Begriff Scheiße. CHBC-Live erscheint häufiger in den Daten des Geräts. Seine Bedeutung ist unklar. Das Gerät scheint dafür konfiguriert zu sein, in die Sprache des Herstellers zu übersetzen. Es scheint nicht in die anderen Richtungen zu funktionieren. CHBC Live. Das ist vielleicht ein Fernsehsender? Mir geht das Wasser aus. Scheiße. Ein Portal. Ionenwürfel. Ich möchte gerne dieses Portal starten. Denn dieses Portal könnte quasi dazu führen, dass ich unendlich Ionenwürfel habe. Was echt geil wäre. Biological archive storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development. Ich muss zurück und Wasser holen, das geht nicht anders. Wenn wir hier alles wirklich rausfischen möchten. Ah! Blaue Tafel, ich wusste es doch. Hier kurz zurück, hol mir Wasser. Alter, hab ich mich erschrocken. Und dann kommen wir zurück und gucken uns die anderen Daten an. Holy shit. Wir müssen uns auf jeden Fall Wasser mitnehmen. Das ist wahrscheinlich die Wärme hier unten. Kann das sein, dass wir hier den Seedrachen vertrieben haben? Ach nee, der ist ja letztens da erst lang geschwommen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Ja, wir hätten geradeaus schwimmen müssen. Verzieh dich doch. Ja, ich bin hier schon auf dem Weg. Beruhig dich, Mädel. Standest du schon immer so? Stimmt, ich hab's hier raus. Ich hab's hier nur rausgefahren, ne? Welcome aboard, Captain. All systems online. Okay. Ziehen wir uns mal ganz kurz drei von denen rein, damit wir auch die Nahrung voll haben. Vital signs stabilizing. So, dann. Nehmen wir die Ionenwürfel mit. Vielleicht nicht alle. Nehmen wir zwei Stück mit. Oder drei. Und dann nehmen wir Herbert mit. Wegen des Ionenwürfels, der noch da ist. Der immer wieder neu kommt. Vielleicht können wir auch dann mit Herbert einfach durch ein Portal gehen. Ach, guck mal. Bilderchen. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen hier? Wasser holen. Okay. So, Herbert. Oh Gott.
stehen wir. So, ich werde dich kurz reparieren und dann werden wir da mal hinsegeln. Jetzt wird es langsam ernst, glaube ich, ne? Gelernt habe ich, dass der Seedrache uns nicht viel kann. Er ist halt ein Noob. Deswegen können wir runtergehen. Du bist mit Herbert halt nur irgendwie reinkommen. Hier ist nämlich verdammt viel Lava und ich will da ehrlich gesagt nicht rein. Wäre vielleicht nicht so schlau. Oh Gott. Nein, nicht jetzt. Nicht währenddessen ich über der Lava bin, Mädel. Oh Gott, ich habe kein Momentum aufgebaut. Wo ist unser Seedrachenkumpel? Oh, geschafft. Ich denke mal, das wird sich regenerieren. Vielleicht sogar in der anderen Station auch. Weil da war ja auch so ein Ding. Wieso habe ich jetzt Ionenwürfel mitgenommen, wenn ich sie... Egal. Die kennen Yin-Yang? Okay. Wieso nicht? Antikes Schwert. Ein antikes Schwert von der Erde auf das 13. Jahrhundert zurückdatiert. Blutreste auf der Klinge entsprechen der DNS von 7 Staatsoberhäuptern jener Zeit. Dieser Hinweis stützt die Theorie, dass die Fremden eine alte, raumfahrende Zivilisation waren, die im Geheimen weniger entwickelte Arten erforschten. Oh, noch mein Süßer. Okay, die waren selbst auf der Erde. Diese Schnitzerei ist mehrere hunderttausend Jahre alt und wurde aus einer unbekannten, natürlichen Faser hergestellt, die auf einem unbekannten Planeten gewachsen ist. Es zeigt eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Yin-Yang-Symbol der alten Erde. Zwei konkurrierende Theorien können diese Ähnlichkeit erklären. Erstens, Fremden könnten vor dem 4. vorchristlichen Jahrhundert die Erde besucht und die Entwicklung der alten chinesischen Philosophie beeinflusst haben. Zweitens, das Konzept von Yin-Yang könnte universal sein. Yin und Yang beschreiben im Grundsatz die gegenseitige Abhängigkeit von scheinbar entgegengesetzten Kräften. Dies könnte ein notwendiges existenzielles Oh, ihr wisst, was ich meine. Existenzielles Verständnis gleich in welcher Form in allen ausreichend entwickelten Zivilisationen sein. Die Verjüngung von zwei Kreisen, Vereinigung in entgegengesetzte und immer kleiner werdenden Punkte. Das Endliche.
ist eine logische Art und Weise, dieses Verständnis darzustellen und könnte von anderen Intelligenzwesen unabhängig von den Menschen entwickelt worden sein. Fremde Struktur. Fremde Struktur. Dieses Artefakt enthält keine Energiequelle, was darauf hinweist, dass es eher einem zeremoniellen als einem praktischen Zweck diente. Die Pyramide stellt Ranken dar, die spiralartig auf den warmen blauen Stein an der Spitze zulaufen. Es könnte eine Pflanze vom Heimatplaneten der Fremden darstellen, ein Gebäude mit religiöser Bedeutung oder sogar die Anziehungskraft ihres Heimatsystems. Wer weiß das schon? Kreisförmiges Objekt. Dieses Gerät enthält Netzwerktechnik und eine holographische Projektionseinheit. Es wurde wahrscheinlich als Kommunikationsrelais verwendet, das das Bild des Benutzers erfasst und an einem entfernten Ort projiziert. Es scheint keine weiteren Geräte in Reichweite zu geben. Es ist ein bisschen groß für ein Telefon, aber vielleicht waren das auch große Leute. Rudimentäre Tafel. Dieses Gerät hat viele Gemeinsamkeiten mit den Tafeln, die für den Zugang zu den fremden Einrichtungen verwendet werden, obwohl sein Aufbau weniger komplex ist. Es könnte einem ähnlichen Zweck gedient haben, dem Gewähren von Sicherheitszugängen und Speichern relevanter Daten und daher hier als eine Art Andenken aufbewahrt werde. Okay. So, wir hatten das letzte Mal, da gehen wir zum Schloss rein. Beim letzten Mal waren wir ja hier, ne? Ach nee, hier ist das Portal. Dann gucken wir mal, was zuerst hinter diesem Portal steckt. Wo werden wir landen? Guck mal, meine Zähne sind durchsichtig jetzt. Ich hab grünen Plack auf den Zähnen. Guck mal, da ist unsere Kamera und so. Wo zum bin ich? Bin ich auf der Insel? Bin in 600 Meter Tiefe. Bin ich hier in der Nähe meiner Basis? Das wäre geil. Aber ich glaube, wir waren 800 Meter Tiefe, ne? Oh, aber cool. Ja, da unten. Ah, da sind ja unsere Kameras. Da ist unsere Basis. 600 Meter entfernt. Ja, krass. Ab, Junge! Ich hab noch ein bisschen Sachen gesammelt. Das darf man ja wohl noch. Okay, hier gibt es also einen kleinen Teleporter, der direkt da reinführt. Auch nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Gab es hier vielleicht einen Aktivierungspunkt? Quasi eine Abkürzung? Komme ich von da? Ich glaube, ich komme von da, ne? Ja, ich stecke fest. Oh Gott. Ja, von da komme ich. Hätte man hier das Portal vielleicht aktivieren können als Abkürzung? Höchstwahrscheinlich, oder? Nee. Ja, nicht. Ein Teleporter, der keinen Sinn ergibt. Wieso nicht? Vielleicht haben wir auf der anderen Seite noch einen, der keinen Sinn ergibt.
Es wäre cool, wenn da ein Teleporter wäre, der mich direkt nach Hause führt. So direkt nebenan, so 100 Meter davon entfernt. Das wäre cool. Das würde ich feiern. Au! Die tun mir weh. Die Schweine. Das heißt, vielleicht ist hier noch ein Teleporter. Vier Seiten, vier Teleporter. Kommt hin, ne? Ah, schön. Gucken wir, wo der hinführt. So, und ich würde sagen, das sparen wir uns für morgen auf. Neue Folge, neues Glück. Haut rein, euer Zero. Tschüss.